Hallo und herzlich willkommen auf meinem Airsoft-Sofa. Und wir beginnen heute mal mit keinem Review. Und zwar wollen wir was Technisches euch mal vorstellen. Und zwar geht es um diese Waffe, die kennt ihr ja schon aus dem letzten Review, die KC-02, auch bekannt unter 1022. Und wie man immer so mal ab aus der Waffe sowas macht, das zeigt euch der Werkstatt-Häubi. Bist du bereit? Tut mir leid, er ist noch nicht bereit. Er ist noch auf dem Klo kacken. Alles klar, dann müssen wir ein Stück warten. Alles klar, das zeigt euch der Werkstatt-Häubi. Nach dem Intro geht's los. Fangen wir nun an mit dem KC-02 Umbau. Ich habe ja beim Review schon gesagt, dass ich mir einen Holzschaft bestellt habe. Den haben wir jetzt bekommen. Der ist hier. Aber einen wunderschönen Holzschaft. Zu bekommen ist der und zahlreiche andere Schäfte bei der Internetseite ruger1022.de. Link dazu packe ich euch hier oben da irgendwo rein. Könnt ihr alles bestellen. Gut. Nichtsdestotrotz muss man dazu sagen, passt der Schaft auf Anhieb nicht an die Waffe. Also man muss bearbeiten, da beim Originalschaft ein paar, sagen wir es mal, Verdickerungen sind, weil die Waffe ja ursprünglich für das 22er Kaliber ausgelegt ist und dadurch die Lauflänge bzw. die Laufdicke und der Systemkasten wesentlich kleiner ausfällt als zum Beispiel bei der Softwareversion. Gut, mein Vorbild liegt ganz klar 1022, erkennt man aus zig verschiedenen Spielen wie zum Beispiel DayZ, kurzes Bild oder zahlreichen anderen Games. Gut, wie gesagt, ich bin so ein Holzfanatiker, ich habe mir das jetzt mal zur Brust genommen, also fangen wir an. Jeder, der das nachmachen möchte. Also, was man braucht, ist auf jeden Fall einen großen Sechskant. Dann haben wir einen etwas kleineren Sechskant. Schleifpapier ist auf jeden Fall von Vorteil. Eine Halbrundfeile ist auf jeden Fall angenehmer. Und wenn man hat einen Dremel mit einer Holzfräskopf, mit einem Holzfräskopf. Es geht aber auch ohne Dremel. Also das ist für die Faulen, also für mich sozusagen. Gut, fangen wir mal an. Legen wir erstmal die normale KC-02 auseinander. Dazu müssen wir wie beim Review schon die Schrauben lösen. Machen wir jetzt fix mal. Gut, das ist locker. Dann nehmen wir den großen, gehen hier in den Griff rein und drehen uns das Griffstück runter. So, das können wir uns auf Seite legen, das brauchen wir nicht mehr. Dann haben wir hier drin so eine kleine Eisengewinde. Aufheben, falls ihr es wieder nochmal verwenden wollt. Jetzt drehen wir es oben, vorsichtig wegen der Schraube, die fällt einem nämlich raus. Legen wir es auch auf Seite und jetzt müssen wir hier oben die Schraube noch entfernen. Dann können wir das Ganze eigentlich rausdrehen. Nicht wundern, wenn es ab und zu mal Krach macht. Das ist der Nachbar, der denkt jetzt, er muss hier die Mauer neu streichen, was auch immer, was er macht, ist ja wurscht. Sollte nicht unser Problem sein. So,
Jetzt haben wir das da und jetzt nehmen wir den Systemkasten, wenn es geht, genau so raus. Den Schaft könnt ihr entweder aufheben, verkloppen oder was auch immer, was er damit macht. Das bleibt euch überlassen. Ich lege ihn jetzt nur auf Seite. So, jetzt haben wir unseren Systemkasten. Hier aufpassen, diese Pins, was hier sind, sind nur leicht gesteckt, also die fallen leicht raus. Siehst du, hier sieht man es zum Beispiel, der ist jetzt nur von ein bisschen Schütteln rausgefallen, sind aber wichtige Pins. Gut, wie gesagt, hier ist bei uns wichtig für den neuen Umbau das Loch und natürlich das Loch hier hinten, wo die Schrauben neu reinkommen. Die können aber gelassen werden, da muss man nichts bearbeiten. Wie gesagt, am Systemkasten bleibt alles so, wie es ist. Gut, jetzt nehmen wir uns den Schaft her. Haben wir hier den Holzschaft. Ich habe ihn jetzt, wie gesagt, schon etwas bearbeitet, damit wir da nicht mehr so viel machen müssen. Er passt jetzt auch schon rein, aber ich habe gemerkt, dass man ein paar Spaltenmaße noch hat. Das werden wir jetzt noch gerade biegen. Gut, wie gesagt, gleich als erstes muss man sagen, wir haben den Schaft hier. Das Ding tun wir uns mal auf Seite, den Systemkasten. So. Den Schaft muss man etwas bearbeiten. Wir haben hier im Inneren zum Beispiel ist eine relativ große Nase. Der Autofokus spinnt ein bisschen, das macht keine Probleme großartig. Gut. Diese Aussparungen, die sind relativ hoch. Also die muss man auf jeden Fall bis zu 5 mm runterfeilen auf beiden Seiten, sowohl rechts als auch links. Dann haben wir hier hinten das Ganze hier. Hier ist eine gerade Kante drin. Die muss ebenfalls rausgeschliffen werden. Ich habe es in dem Fall jetzt mit einem Dremel gemacht, weil es halt, wie gesagt, einfacher funktioniert. Klar, die Original 22er hat hier keine Aussparung für die Schraube, für das Systemkasten. Die muss von Grund auf neu eingefasst werden. Ihr seht schon, ich habe hier zum Beispiel, ist mir passiert, ist mir ein bisschen Holz weggeplatzt. Muss ich noch neu lackieren. An für sich funktioniert das aber erst einmal. Am restlichen Gehäuse muss nichts geändert werden. Also wie gesagt, wenn man jetzt auf die hintere Seite schaut, da ist alles gut so, wie es ist. Wie gesagt, diese muss ca. bis zu 1,5 cm weit rein gefräst werden, relativ gerade, damit der Systemkasten gut sitzt. Und ca. sagen wir mal 1,5 auf 1,5 cm und 1,5 cm in der Tiefe muss das, wie gesagt, ausgefräst werden. Ich habe jetzt hier oben noch ein Loch rein gebohrt, ein kleines Löchlein. Müsste ein 7er oder ein 6er sein, das bin ich mir jetzt nicht mehr sicher. Bis zu ca. 1 cm tief. Und da kommt dann die Schraube rein für den Systemkasten. Gehen wir weiter vorne hin zum Beispiel. Wir haben hier noch, wenn man es so sieht, hier an der Seite zum Beispiel, das ist kantig, also das ist echt eckig. Das muss noch ein bisschen rausgefräst werden, sonst passt der Systemkasten nicht optimal rein. Also er passt schon rein, aber er ist eher neigepresst. Und das habe ich von vornherein oder versuche ich zu vermeiden. Gut, das Loch vom vorderen Systemkasten, was wir gesehen haben, ich hole es nochmal ran. Da hier, wo dann die Schraube reinkommt, die passt 1:1, da muss nichts bearbeitet werden. Und jetzt kommen wir zum ursprünglichen Hauptbearbeitungsteil von dem Gerät. Und zwar ist es vorne die komplette Schaftauflage hier vorne. Die muss Stück für Stück bearbeitet werden. Das ist eine Sauarbeit. Ich war letzte Woche knapp fast 1,5 Tage drüber, bis ich das so optimal für meine Ansprüche gut genug hingekriegt habe, um das System so zu benutzen, einzufassen. Hier kommt natürlich das Schleifpapier bzw. die Rundfeile ins Spiel. Rundfeile, warum Rundfeile? Ganz einfach, weil diese Halbrundfeile schon fast den optimalen
Winkel hat, um das alles hier rauszuschleifen, also rauszufeilen. Da muss man nichts großartig machen, war eher Zufall, dass ich das entdeckt habe. Man sieht es jetzt zum Beispiel auch, ich weiß nicht, ob man es erkennen kann, hier beispielsweise. Na, der Autofokus. Auf jeden Fall, ihr seht es, glaube ich, da ist noch ein kleiner Schlitz drin, aber das passt optimal für den Lauf vorne. Muss auf jeden Fall sehr weit runtergeschliffen werden, gerade vorne. Muss aufgepasst werden, damit ihr da nicht zu viel wegnimmt. Wie gesagt, es ist ein Haufen Arbeit. Ich habe jetzt gemerkt, dass es noch ein bisschen unrund ist. Das wird natürlich auch nochmal neu lackiert, damit es von der Seite her nicht so schlimm aussieht. Also wie gesagt, hier haben wir auf jeden Fall die Hauptarbeit. Genau. Das werde ich jetzt dann noch ein wenig bearbeiten und dann machen wir gleich weiter. Ab in den Zeitraffer. Also, da sind wir wieder, haben wir gestoppt. Also, ich habe jetzt noch circa 2 mm weggenommen und jetzt passt es eigentlich relativ gut. Ich kann hier auch, hier unten sieht man, die Sicherung gut betätigen und habe noch ein bisschen Luft nach oben. Was man dazu sagen muss, ist auf jeden Fall, der Magazinkasten muss überhaupt nichts bearbeitet werden. Die passen so einwandfrei rein, wie sie sind. Genauso wie das Durchladesystem ist ebenfalls Abzug, habt ihr ja gerade eben gehört, funktioniert tadellos. Gut, wie gesagt, so, jetzt haben wir das natürlich hier rausgefräst. Man sieht beispielsweise ein kleines Schlitzle, kleine Schlitzle sind noch da. Der Autofokus will nicht. Jetzt kommt er. Genau. Und dann hat man hier zum Beispiel noch einen kleinen, leichten Schlitz. Den würde ich aber so lassen. Weil sonst kommt mir hinten das Systemkasten zu tief. Das ist schon so gut, wie es jetzt momentan ist. So würde ich das jetzt auch, wie gesagt, lassen. Gut. Wir haben natürlich hier leichte Abriebspuren hier oben drauf. Das muss nach Bedarf dann halt, wie gesagt, noch neu lackiert werden. Und ja. Sie fasst jetzt schon mal sich recht gut. Also ist schon mal alles in trockenen Tüchern, wie man es so nennen möchte. Jetzt werden wir uns das Ganze mal zusammenschrauben. Wir haben uns folgende Schraube besorgt, wenn ich sie wieder finde. Da ist sie. Da sind sie, genau. Also wir haben hier einmal eine M, was ist das? M4, M3, bin ich mir jetzt nicht mehr sicher. Müsste man halt nochmal nachschauen. Aber ist auf jeden Fall die Originalgröße. So, jetzt nehmen wir uns ein Dings. Da brauchen wir auf jeden Fall mindestens eine 3 cm Schraube. Diese Schraube setzt man hier oben in den Systemkasten. Nicht wundern, wenn sie nicht gleich reingeht. Die muss man mal ein bisschen drehen, das gute Stück. Dann flutscht sie durch. Jetzt merkt man schon, sie fasst. Auf der anderen Seite bin ich eh sehr überstaunt, damit sie die eigentlich so optimal übereinstimmen, damit das überhaupt keine weitere Bearbeitung hat. So, ihr seht schon, passt einwandfrei. Wer will, kann die natürlich noch irgendwie lackieren, aber ich finde das jetzt in diesem Schwarz relativ gut. Dann drehen wir das Ganze um. Brauchen ja noch einen Fixierungspunkt, das ist jetzt halt hier am hinteren Systemkasten. Da habe ich mir jetzt eine große Schraube genommen, eine Senkkopfschraube, weil die schön reingeht. Ich habe jetzt hier eine 3,5 cm. Ich würde euch aber empfehlen, eine 4 cm Schraube zu nehmen. Ich habe jetzt bloß gerade keine da. Geht aber auch einmal frei. Da rein in das gute Teil. So, dann schrauben wir uns die fest. Die kann man natürlich auf Wunsch dann schwarz lackieren. Das macht natürlich Sinn. Schaut auf jeden Fall optisch schöner aus.
Gut, jetzt haben wir das Ding fest, passt auch einmal frei, ist drin, lässt sich durchladen. Und ja, wie gesagt, das war es an für sich schon. Ich werde vielleicht noch einen anderen Schaft probieren, obwohl ich mehr so dieser Holzfan bin. Ist es so schon schön, wie ich es jetzt habe. Und damit sind wir eigentlich durch. Und ja, ich hoffe, es hat euch ein bisschen gefallen. Und ich gebe nochmal schnell ab, rüber zum Wohnzimmer-Hobby und wünsche euch noch ein schönes Wochenende. Danke an dich da drüben und hier haben wir das gute Stück. Jetzt können wir natürlich, wenn wir wollen, noch einen Scope oben drauf klatschen. Das sieht dann so aus und jetzt fehlt eigentlich nur noch das Magazin. Können wir durchladen und los geht's. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen gefallen, mal ein Technikvideo oder ein Bearbeitungsvideo, wie auch immer, wie ihr es sehen wollt. Und nächste Woche kommt dann wieder ein Review von uns. Wir haben was Schönes da von Begadi geschickt bekommen. Und ich gebe euch nur einen Tipp, man kann es essen. Das war's von mir. In der Hinsicht verabschiede ich mich von euch. Wünsche euch ein schönes Wochenende und ihr wisst, euer Hobby FV. Macht's gut.